Servus zusammen. Ich mache eine Analyse über einen Index, die habe ich noch nie gemacht. Und ich habe diesen Index auch noch nie gehandelt, aber er wurde sich gewünscht. Und es ist ja Weihnachten, da versucht man Wünsche zu erfüllen. Hier geht es um den SDAX. 70 Werte. Und will ich gleich mal ein bisschen was dazu sagen. 70 Werte Small Caps Index. Small Cap Index. Year to date sind das hier die Gewinner. PNE. 156%. Also ich gebe ganz offen zu, ich kenne hier manche Werte von gar nicht. SMA Solar, die habe ich schon ab und zu mal gehandelt, plus 81%. Eine Atva kenne ich, Südzucker auch, BayWa auch, Krones auch, 10%. Interessant finde ich, dass Nachcrop Energies mit plus 6% der nächste nur 0,22 hat, das ist Metro. Aber da sind insgesamt ein paar sehr feine Werte dabei, also das ist der Jahresgewinner, PNE. Und ich habe jetzt hier auch mal die Jahresverlierer. Das am schlechtesten war Hypoport. Warta ist da drin, kennt jeder. Das war meine größte Enttäuschung in dem Jahr und die schlimmste Fehleinschätzung, die ich hatte. Ich habe den mehr gegeben, gebe ich ganz offen zu. Jetzt kam gerade in den letzten Wochen Flatex Giro dazu. Morphosis kennt jeder. Auto 1 hat man auch schon mal gehört. Shop Apotheke. Ja, also ich habe hier einen ganz tollen Apotheker, der ist wahrscheinlich 80 Jahre alt, sieht aus wie 200 Jahre alt, aber der ist besser als mancher meiner Ärzte, muss ich ehrlich sagen, was der da alles rausholt. Ich käme, also dass ich vielleicht mal eine Aspirin da kaufen würde, aber auch das mache ich lieber über ihn. Wie dem auch sei, wir haben hier so Grand City Properties, Patrizia und so, es sind also einige von diesen größeren Immobilienwerten, die sind da drinne. Und ich handle den nicht, weil es kaum Derivate darauf gibt. Der einzige Emittent, der Derivate auf den SDAX, auf den Index macht, das ist die UniCredit. Und das sind gerade mal 56 Stück. Mal zum Vergleich, beim DAX gibt es meistens so um die 56.000 bis 58.000. Diese 70 Werte, die haben oftmals auch auf Xeta Preise, die sind breit wie ein Scheuntor, was weiß ich, dann stehen sie dann 10 zu 12. Und so ein Ding zu hedgen, ist für einen Emittenten echt schwierig. Zumal die Nachfrage, glaube ich, nach dem Indexprodukt ist nicht so besonders groß. Das sind dann halt mehr die Einzelwerte, eben halt sowas wie SMA, Solar oder Aixtron, so Geschichten. Ganz kurz, was ist denn das hier? Gewichtung niedrig, das ist falsch, ich brauche die Gewichtung hoch. Das ist er hier. Der größte Wert im SDAX ist der Deutsche Wohnen. Dann natürlich DWS Group. Die hat neulich auch Zahlen gebracht. War okay. Eine Metro ist dabei. Hochtief, Krones, Fielmann. Und die haben also einen Wert von hier 7,8 Milliarden. Also jetzt in diesem Fall die Deutsche Wohnen. Der kleinste Wert ist Morphosis. Oder Morphosis, wie auch immer. Mit 413 Millionen. Das ist nicht viel, hier sind die Heidelberger Frustmaschinen, sind da auch drin, Deutz. Aber da gibt es eine ganz tolle Seite, das ist von Finanzen.net. Und wenn man da eingibt, Marktkapitalisierung SDAX, dann kommt man meistens auf Finanzen.net. Das haben die schön gemacht, kann man immer mal nachgucken. Was habe ich denn sonst? Die Scheine von den Listen, nix, nö. Dann gehen wir in den Chart rein. Das ist der Monatschart. Eine Kerze, ein Mond, einen Monat. Eine Kerze, ein Monat. Und ist auch heftig gelaufen in den letzten Jahren. Und wir sind jetzt zur technischen Seite, damit fange ich mal an. Wir haben hier auf Monatssicht ein Kaufsignal über die Stochastik. Ich glaube jetzt nicht, dass es sowas wird. Das hier hat dann richtig angefangen hochzuziehen. Und wir sind auf gleichem Niveau. Wir waren sogar noch tiefer. Das war irgendwann so im September rum. Jetzt bekommen wir eine Stabilisierung über das MACD und auch ein Kaufsignal über die Stochastik. Das hier habe ich mal angelegt, das sind die Fibos und von der langen Bewegung, also oben von 17.400 bis runter zu 10.100. Und da sind wir genau oder ziemlich genau bis zum 38er gelaufen. Das heißt, es ist ein kleiner Widerstand, aber auf Monatssicht eigentlich ganz gut. Dagegen steht die Woche. Die Woche fängt gerade eben an, wieder nach unten zu drehen. Deswegen muss ich jetzt mal davon ausgehen, dass wir hier noch ein bisschen weiterfallen. Das ist die 20-Tage-Linie hier. Das ist die 200er. Wochenlinie, Entschuldigung, nicht Tageslinie, Wochenlinie.
Ich muss davon ausgehen, wenn ich das hier so sehe, auch wenn der Monat positiv ist, dass wir nochmal hier so runtertauchen. Vielleicht die 11.000 nochmal unterbieten. Das ist ja nicht viel. Das sind ja 750 Punkte. Also von der Woche her sieht er nicht so toll aus. Jetzt gucken wir uns auf den Tag an. Das wird die meisten interessieren. So, hier ist der Tag. Das sind also die Fibos. Und wir sind, jetzt mache ich es doch wieder ein bisschen größer, wir sind von dem Tief, haben wir fast das 38er-Niveau gesehen, Fibonacci Retracement. Wir sind an die 200-Tage-Linie gegangen, von ihr abgeprallt. Jetzt dreht es alles hier schon wieder ein bisschen runter. Von der Technik her sind wir eigentlich ganz okay, kann man, das ist ein echter, ein ganz guter Stabilisierungsansatz. Wir sind also von hier hochgestiegen auf die 200-Tage-Linie, fast bis zum 38er und geben jetzt mal ein bisschen wieder nach. Das ist ähnlich wie der DAX. Da war eine Linie, die hatte ich hier oben reingemalt. Das ist diese hier. Diese Linie, die war mir wichtig. Wir haben, das habe ich jetzt gezogen, von Anfang Januar diesen Jahres bis zum Tiefspunkt, da waren wir bei rund minus 40%. Dann haben wir uns erholt. Na, gehen wir raus. Und liegen momentan nur noch bei minus 30%. Das ist einfach mal so eine Zahl, die schmeiße ich in den Raum rein. Von, jetzt nehme ich die hier mal raus, dass uns das nicht zu sehr verwirrt. Wie gesagt, wir sind auf täglicher Technik okay. Kann man nicht großartig meckern. Der darf gerne auch mal ein bisschen hier runtergehen, so auf diesen Bereich hier. Wo ist mein Fadenkreuz wieder hin? Da. So auf eine 11.421 kurzfristig. Aber auf Wochensicht, ungefähr eine Minute vorher analysiert, glaube ich, dass wir sogar durchaus nochmal unter die 11.000 gehen. Für mich wäre das jetzt kein frischer Short, denn Monate und alles, also auf lange Sicht, Sparplanmäßig, wie auch immer, finde ich das eigentlich ganz interessant. Ich glaube, der SDAX hat seinen Boden gesehen und ich rechne eigentlich eher mit Kursen, auch jetzt für 2023, die so hoch gehen Richtung 14.600 im ersten halben Jahr. Dahin, 15.000. Also ich kann jetzt hier nicht mehr so negativ sein. Ich glaube, Dips kann man eher nutzen. Derivate, wie gesagt, kann ich hier nicht nennen. Das wollte ich auch nicht. Schaut mal, was ihr damit anfangen könnt. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.